Die Trennung zwischen Meinung und Mensch, die Unterscheidung zwischen einer menschlichen Begegnung mit jemandem, den man kennenlernen möchte oder den man schon kennt und mag, und zwischen all diesen Meinungen, die es heute gibt, politisch, weltanschaulich, religiös, über alle möglichen Themen, ob das das Klima ist, die Migration, der Islam, Gender, Rasta-Locken, all diese Themen, die wir heute haben in den Medien, Ukraine. Das sind ja alles Meinungen, die man haben kann. Dann kann man sich auch ganz verschiedene Meinungen dazu vorstellen. Und es ist umso wichtiger, dass wir lernen und neu lernen, zu unterscheiden zwischen all diesen Meinungen und dem eigentlichen Menschen, der eigentlichen Begegnung. Ich komme auf dieses Thema, weil ich hatte kürzlich eine Begegnung, die ich selber persönlich als eine Begegnung sehr gerne auch einfach empfunden und weitergeführt hätte. Ich war im Zug und habe diese Person gesehen, die ich schon eine Weile nicht mehr gesehen hatte, und hatte mich wahnsinnig gefreut, sie zu sehen, weil es war schon eine Weile her seit der letzten Begegnung. Und weil wir aber ab und zu wirklich auch politisch, weltanschaulich ganz verschiedene Meinungen haben und die auch öffentlich sagen, hat diese Person dann einfach mich sozusagen ignoriert. Also ich habe dann gemerkt, sie hat gemerkt, dass ich da bin, aber hat weggeguckt mit den Augen, immer mich ignoriert. Und dann habe ich mir gesagt, okay, ich spreche sie jetzt aber trotzdem an. Habe ich angesprochen und dann, hallo, wie geht's und wie ist es? Ist alles gut heute und so? Ja, und die Person hat dann einfach wirklich knallhart mich sozusagen ins Leere laufen lassen, ist dann gegangen und so. Und ich war nachher ein bisschen traurig. Ich habe mir dann überlegt, was ist eigentlich los? Also wir kennen uns schon so lange und man kann nicht einmal zusammen einen Kaffee trinken gehen, nur weil man verschiedene Meinungen hat. Ich musste an Sokrates denken. Sokrates hat mal gesagt, man soll in der Begegnung weich sein und warm und freundlich und in der Sache hart. Also man soll sozusagen immer um die Wahrheit ringen und mit anderen zusammen auch streiten dürfen und können und in der Sache auch knallharte Positionen vertreten dürfen. Das ist wichtig für die geistige Entwicklung, dass man sich sozusagen in einem Wettbewerb der Ideen gibt und sich dort auch ein Stück weit leidenschaftlich ausliefert und sich hingibt, halt wirklich wie in einem guten Fußballspiel oder so. Das ist sehr wichtig. Auf der anderen Seite in der Begegnung weich. Also das heißt, wichtig, dass man immer merkt, der Mensch ist größer als alle seine Meinungen. Der Mensch, die Begegnung, das Herz ist eigentlich viel wichtiger als all diese Meinungen. Und ich wurde deswegen traurig, weil das ist heute, scheint mir in der heutigen Zeit, geht es immer mehr verloren, diese Unterscheidung. Also wir sind in der Begegnung hart und zum Teil auch wirklich nicht mehr erreichbar und in der Sache relativ weich. Also relativ schwachsinnig. Also wenn ich die Diskussionen im öffentlichen Raum so angucke, sind die ja auch substanziell, inhaltlich, intellektuell unbefriedigend und oft auch dumm, ganz einfach dumm. Aber die gleiche Stimmung ist dann in der Begegnung ziemlich hart. Also man hat sozusagen den harten Diskurs, die harte Auseinandersetzung in der Sache durch die harte Auseinandersetzung zwischen Menschen ausgetauscht. Wenn man Twitter beobachtet, andere soziale Medien, dann nachher ist es auch offensichtlich, dass die Menschen hier sich auf den Kopf geben und auch sehr brutal miteinander umgehen, was ich nicht gerade toll finde. Darum habe ich gedacht, es wäre gut, daran zu erinnern, an die sokratische Denkweise, die auch bei Jesus letztlich zu finden ist, wenn man jetzt religiös argumentieren will. Jesus unterscheidet auch zwischen Sünder und Sünde. Er sagt, der Sünder ist immer wichtiger und größer als seine Sünde. Man soll nicht mehr sündigen, also man soll nicht mehr Schlechtes tun, aber immer daran denken, der Mensch ist mehr als alle seine Taten und sein ganzes Potenzial, bis er stirbt, ist ja noch gar nicht da. Also wir wissen, es sind immer nur Momentaufnahmen, wenn wir Menschen begegnen. Darum eine Erinnerung daran, versuchen Sie in Ihrem Leben, ich versuche es weiterhin, ich lasse mich da nicht runterziehen, weiterhin zu unterscheiden zwischen der Person, dem eigentlichen Menschen, der wertvoll ist und der unersetzlich ist und einmalig, den es nur immer einmal gibt. Jeden Menschen gibt es nur einmal, unersetzlich, ein Original. Und wenn ich Menschen begegne in dieser Lebenszeit, die mir zur Verfügung steht, möchte ich das auch ein Stück weit feiern, dass wir eben uns brauchen und uns haben. Und die Meinungen, mein Gott, die sind wirklich nicht so wichtig, dass man sich dann nicht mehr begegnen kann. Ich finde das furchtbar. Und ich hoffe, dass da auch andere Menschen noch sind und viele, die das ähnlich sehen und die auch sozusagen sokratisch vorgehen und sagen, wir sind in der Begegnung weich
und warmherzig. Das scheint mir sehr wichtig, gerade in unserer heutigen Zeit und auch als Vorbild für die jungen Menschen. Denn es ist doch wichtig, dass wir uns weiterhin begegnen können. Es gibt ganz wenige Weltanschauungen, bei denen ich sagen würde, da kann man jetzt nicht mehr freundschaftlich miteinander umgehen. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand wirklich ein echter rechtsradikaler Nazi ist zum Beispiel und findet, die weiße Rasse ist überlegen gegenüber anderen oder die arische Rasse oder weiß der Geier was, irgend sowas, also wirklich auch Dummes und Hasserfülltes. Das ist dann sehr schwierig, Freunde zu bleiben. Aber ehrlich gesagt, ich kenne solche Menschen gar nicht. Ich bin nie einem echten Nazi in meinem Umfeld begegnet, der wirklich der dumme Anschauung hat. Oder man kann sich schon vorstellen, es gibt Grenzen, ja, echte Rassisten und so, aber ich kenne eigentlich gar keine echten Rassisten. Das ist alles nur ein Medienhype im Moment. Von daher, die allermeisten Begegnungen, die ich habe, sind eigentlich, wären wertvolle Begegnungen, unabhängig von Meinungen. Meinungen sind ja auch immer vorläufig. Das ist ja so, man hat heute die und morgen vielleicht eine andere. Man soll ja offen bleiben. Die Sache, der Wettbewerb der Idee hat ja diese Idee nach Sokrates, hat ja den Sinn und Zweck, dass wir uns geistig immer weiterentwickeln, dass wir unsere Ideen und Anschauungen sozusagen ergänzen und weiterentwickeln. Deswegen ist die Begegnung, die trotzdem stattfinden soll, so wichtig. Ja, und das war eigentlich schon die grundsätzliche Idee, dass man nach so einer Begegnung, wie ich sie eben hatte, vielleicht noch einmal sich besinnt und sagt, es ist schön, dass wir da sind. Es ist schön, dass wir uns begegnen können. Lassen wir uns nicht von politischen Ideen einhegen und sozusagen uns unserer Begegnungsfähigkeit berauben.